Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und zwar in diesem Video habe ich für dich das Unboxing des Adventskalenders von Sarah Harrison zusammen mit Foodist. Der Adventskalender kam jetzt gestern bei mir an und ich dachte, komm, den will ich euch jetzt direkt vorstellen. Ich habe allerdings in diesem Video nicht nur das Unboxing, ich habe auch noch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Sprich, ich verlose in diesem Video unter allen, die dann gleich in Anforderungen, ja, alle Anforderungen erfüllen, ein zusammengestelltes Beauty-Paket von mir, so eine, auch so eine kleine Auszeit, einfach mal aus dem Alltag. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Was ihr dafür tun müsst, drei Sachen. Einmal mich abonnieren, Nummer zwei einen netten Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag Adventskalender und natürlich auch mein Video liken. Alle Infos schreibe ich euch unten noch in die Kommentare rein, beziehungsweise unten in die Beschreibung. Die Spielregeln dazu und ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, wer dann gewinnt. Aber warum sind wir hier? Wir sind hier wegen dem Adventskalender. Generell, der Adventskalender war letztes Jahr relativ zeitnah ausverkauft. Ich hatte letztes Jahr schon einen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte, gut, komm, probiere ich diesmal nochmal aus. Ich habe mir wieder bestellt. Der soll wohl einen Warenwert von 260, 270 Euro oder sowas haben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der ist noch bei Foodist erhältlich, kostet 74,99 Euro. Teilweise gibt es einen 10 Euro Rabatt, den habe ich damals auch genutzt. Also ich hatte insgesamt 64,99 Euro für diesen Kalender bezahlt. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Der kommt auch wieder dieses Jahr in so Pappschächtelchen. Da muss man allerdings, oh, der ist größer fast als ich, da muss man aufpassen. Deswegen werde ich das jetzt so machen, wenn ich den jetzt auspacke, lege ich die Türchen einfach vor mich hin. Ich habe es hier auf den Tisch gelegt. Und dann zeige ich die euch nacheinander. So, jetzt aber genug gelabert. Wie gesagt, fangen wir mal an mit Türchen Nummer 1. Weil ich noch dazu sagen will, auch hier haben wir dieses Jahr immer so Rezepte, Infos, Tipps, Tricks draufstehen. Ich lese es aber nicht vor, weil sonst geht das Video einfach zu lange. Und ich denke mir mal, das, was interessant ist, ist natürlich der Inhalt. In Türchen Nummer 1 haben wir einen Riegel von The Beginnings, Mango und Chia, 100% Natural, Great Taste, glutenfrei, vegan, 25% Mango. Okay, also ein Riegel ist an sich eine coole Sache. Genau, in dem Kalender sollen ja Snackprodukte drin sein, Kochprodukte, sowie Beautyartikel. Deswegen schauen wir mal gleich, was uns in den nächsten Türchen so erwartet. Hier haben wir Türchen Nummer 2. Hier haben wir auch wieder ein Snack von Pure Macherei, Hafer, Herbst, Himbeere. Genau, Hafer, Mandelkugel mit 7% Himbeeren. Auch wieder was Schönes zum Snacken. Freue ich mich drauf. Ich will aber jetzt hier nichts probieren, weil ich bin später, wir haben hier Care bei uns. Ja, und dann wird eh genug gegessen und genascht. Dafür muss ich, ja, vorbereitet sein. Deswegen gibt es jetzt nichts. So, die Nummer 3 haben wir hier oben. Hier versteckt sich auch wieder was zum Snacken. Und zwar haben wir hier einen, was sind das? Premium Schoko Glückskeks. Okay, so ein Happy Keks. Ja, Glückskeks kennen wir alle. Hier ist einer mit Schokogeschmack. Cool, auch nicht schlecht. Das war die Nummer 3. Jetzt haben wir die Nummer 4. Wo versteckt die sich? Gucken, ob wir auch hier wieder einen Snack drin haben. Yep. Und zwar Ruba. In der Geschmacksrichtung Kokos, 30 Gramm, organic, vegan, glutenfrei. Den hatte ich auch, glaube ich, letztes Jahr schon im Adventskalender und schon in der einen oder anderen Box. Ich bin jetzt nicht so der Kokos-Fan, wird wahrscheinlich weiter wandern, aber ich denke mal, das ist ja auch nicht schlimm. Die Nummer 5, Nummer 5, 5, 5, oder hatte ich jetzt die 5? Ne, die 5 haben wir hier, großes Päckchen. Oh, hier haben wir wieder was zum Snacken von Eat Real, Quinoa Chips, Sun-Dried Tomato und Roasted Garlic, also mit sonnengetrockneter Tomate und Knoblauch. Ja, geil, Chips. Ich hatte hier schon von Eat Real mal die ein oder anderen, die sind echt lecker. Muss nicht immer das ganz normale Kartoffel-Chips-Zeug sein. Wie gesagt, Quinoa schmeckt auch. Die Nummer 6. Die Nummer 6 ist ein Türchen, was Sarah Harrison ja bereits bei Instagram mal gezeigt hatte. Und zwar haben wir hier, wie letztes Jahr, Happy Sparkle, so Streuselchen für die Kekse.
Ich musste, ja, wo ich die Story geguckt habe, musste ich auch gleich mal gucken, ob das die gleichen sind wie letztes Jahr, weil da habe ich noch ein paar übrig. Nein, sind sie nicht, alles gut. So, Nummer 6, sehr cool. Die Nummer 7 haben wir hier. Okay, hier haben wir einen Gift-Voucher von Samion. Im Wert von 10 Euro, einzulösen ab einem Wert von 50 Euro, gültig bis 30.06.23. An sich eine tolle Sache, wenn man bei Samion bestellt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ich finde es gut, dass er über ein halbes Jahr jetzt noch haltbar ist oder gültig ist. An sich eine gute Sache, wie gesagt, wenn man bei Samion bestellt, wenn nicht, dann hat man halt ein leeres Tütchen. Gut. Oder man verschenkt ihn, wenn man irgendjemand kennt, der da bestellt. Die Nummer 8 haben wir hier, die klappert. Schauen wir mal rein. Geht das Türchen jetzt hier auf? Hallo? 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 Ich will es nicht kaputt machen, aber irgendwie bin ich gerade zu blöd. Hier haben wir einen Ausstecher, also sprich so eine Schneeflocke. Wenn man jetzt hier Kekse aussticht, passt super zu den Streuseln. Ja. Was zu der Weihnachtszeit ist, ein Koch- bzw. Backprodukt. Wie schon angeteasert, da sind ja so Produkte drin. Jetzt die Nummer 8. Und jetzt kommen wir zu der Nummer 9. Über die Nummer 9 möchte ich mich freuen. Schauen wir mal. Ah ja. Hier haben wir von Foodist. Nut Butter Cup Salty Peanut. Die hatte ich auch, glaube ich, schon in der letzten Box, Pan-Box drin. Ich habe sie bisher noch nicht probiert. Ja, aber... Generell kann man damit ja nichts falsch machen, finde ich. Auch ein Snacktürchen, ein tolles. Die Nummer 10. Nummer 10, ja, wo ist die dann? Hier oben. So, das war schweres. Okay. Hier haben wir Sugar Paste. Bright White. Was ist das denn? Ist das wahrscheinlich irgendwas zum Kuchenbacken, ha? Ja, so Zucker. Wie heißt das? Fondant? Fondant? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist sowas. Okay. Backprodukt, ja. Wie gesagt, ist jetzt an sich jetzt auch nicht schlecht. Ich würde auch gerne so aufwendige Kuchen backen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich glaube, das ist das Problem. Ansonsten, ich muss mal schauen, wie lange ist das Ding haltbar? Siehe Verpackung. Ja, bis 24. Bis dahin werde ich es aufprobiert haben. Gut, das war jetzt die Nummer 10. Jetzt kommt die Nummer 11. Die haben wir hier. In der Nummer 11 versteckt sich... Ach, ja, okay. Paul Valentine. Das wurde ja auch schon angepriesen bei Instagram. Sind, glaube ich, Ohrringe. Genau. Die sehen... Ich muss mal gucken, so dass man sie jetzt hält. Sieht. So, zwei goldene Ohrringe. Ja. Finde ich schön. An sich, ich habe immer ja, die gleichen Ohrringe. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm. Habe ich mal was anderes. Werde ich gerne mal ausprobieren oder tragen. Das war die Nummer 11. Genau, das frage ich bei jedem Tür. Jetzt kommt die Nummer 12. Und wieder was Süßes. Hier haben wir Fruchtgummis. Vor Weihnachten vom Zuckerbäcker. Vegane Fruchtgummis. Genau, veganes Fruchtgummi mit Waldbeergeschmack. 55 Gramm. Süß kann man einfach mal so nebenbei naschen, zum Beispiel auf der Arbeit. Ne? Ja, sehr cool. Probiere ich gerne aus. Die Nummer 13, die versteckt sich wo? Hallo? Hier. Yeah. Es rappelt für so ein großes... Oh yes. Okay. Hier haben wir von Avant eine Pro Radiance Brightening Eye Final Touch 10 ml. Genau, Advant ist ja so ein Produkt. Sündhaft teuer, versteckt sich immer in Beauty-Boxen. Jeder freut sich drüber. Allerdings wird wahrscheinlich nie jemand von denen das Ding nachkaufen, weil ich denke mal, das hier wird bestimmt 80, 90, 100 Euro kosten. An sich nicht schlecht. Wie gesagt, diese Advant-Produkte benutze ich auch echt gerne. Ich würde sie mir persönlich aber wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen, weil ich für eine Augencreme keine 80, 90, 100 Euro ausgebe, bin ich ganz ehrlich. Bin ich aber wahrscheinlich auch nicht die Einzige. Nummer 14. Oh yeah. Hier haben wir von Three Bears, Porridge, mohnige Banane, Banana und Poppy Seed. Genau, mit Mohn und Banane. Schmeckt echt lecker. Das Einzige, das kennt man ja auch mit Mohnbrötchen, da hat man den ganzen Mohn zwischen den Zähnen kleben. Das ist halt in dem Fall auch wieder so. Muss mal halt gucken, wann was ist. Also am besten zu Hause und nicht irgendwie unterwegs. Gut,
Auch ein tolles Türchen, freue ich mich drüber. Das war die 14, genau. Jetzt haben wir die Nummer 15. Ist auch schwer, was versteckt sich denn hier? Okay, hier haben wir von Better Baking, die kenne ich schon, Organic Brownie Mix, vegan, glutenfrei, ergibt 4 Stück. Genau, also die kenne ich zwar jetzt noch nicht, aber ich hatte von Better Baking mal in der Box die, wie heißt das, Pancakes drin, genau. Hier mal 100 Gramm. Pancakes habe ich immer noch nicht gemacht, vielleicht sind die Brownies vorher dran. An sich eine coole Sache, 4 Brownies reicht vollkommen, ist ja Schoko genug, süß genug, denke ich mal. Von daher super, freue ich mich drüber. Das war die Nummer 15, gell? Ja, wenn ich hier mal die Zahlen nachgucke. Stellt sie nichts falsch? Ja, die 15. Jetzt fangen wir mal weiter mit der 16. Haben wir wieder einen Riegel. Hier ist er. Und zwar Zebra Bar, Raw Fruit und Nut Bar, Cherry Tart. Vegan, glutenfrei, laktosefrei. No added sugar. Genau, einfach so ein Riegel. Rohkost, Frucht- und Nussriegel mit Rosinen- und Kirschgeschmack. Letztes Jahr im Kalender hatten wir auch schon so einen Riegel drin, nicht denselben, aber der hat mir echt gut gefallen, hat mir sehr lecker geschmeckt. Nummer 17. Und wieder was. Oat and Raisin, glutenfrei. Das sieht auch aus wie so ein Haferding, glaube ich, gell? Also ich weiß nicht, so Haferriegel esse ich zwar. Ich hatte jetzt schon den einen oder anderen von der Box und ich finde, da ist der Mund immer so trocken. Da muss man ein bisschen mehr trinken. Nix. Gut. Haferflocken, Rosinen, Frühstückskeks. So, okay. Kekse? Fühlt sich an wie einer. Na egal. Werde ich auch sehr, sehr gerne mal essen. Wie gesagt, heute nicht, sonst mag ich später nichts mehr. Wir hatten jetzt die 17, jetzt kommen wir zu der Nummer 18. Hier haben wir so einen eingepackt, ein Crunchy, ein Haarband in rosa. Oh, hier ist eine meiner Lieblingsfarben. Sehr schön. Freue ich mich drüber. Wie gesagt, kann man gut gebrauchen, sowas. Die Nummer 19 haben wir hier. Schau mal gerade mal da rein, was sich in der Nummer 19 versteckt. Oh, cool. Und zwar haben wir hier von Just Spices den roten Pesto-Mix. Das ist cool. Just Spices-Produkte probiere ich ja, oder teste ich, habe ich auch jede Menge hier zu Hause. Ich habe mir auch diesen kleinen Adventskalender dieses Jahr geholt. Wenn ihr Bock habt, guckt euch gerne mal das Unboxing an. Dieses rote Pesto habe ich bisher noch nicht probiert oder mir gekauft. Wollte ich zwar und jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, das einfach in 2 Schritten. Vermenge 1 Esslöffel roter Pesto-Mix mit 2 Esslöffel Wasser und lass das Ganze kurz aufquellen. Füge 2 Esslöffel Olivenöl dazu, umrühren und losnudeln. Parmesan nicht vergessen. Ja, okay, coole Sache. Wird gerne mal ausprobiert. Also die Nummer 19 gefällt mir auch. Kommen wir zu der Nummer 20. Das ist auch wieder was, was schon angeteasert wurde. Hier haben wir eine Schokolade von Sarah Harrison. Genau, 80 Gramm Premium Vollmilchschokolade. Also auch schön zum Snacken. Die Nummer 21. Hier haben wir wieder einen Riegel von Neo Caramel Nuts. Ja, Karamellnüsse. Gut. Probiere ich auch gerne aus. Die Nummer 22 haben wir hier. Jo, ja, das wurde auch schon angeteasert. Und zwar haben wir hier von Samion das Bamboo Face Scrub. Das ist ja ein relativ neues Produkt von Samion Women. Hat die Sarah jetzt auch schon bereits bei Instagram vorgestellt. An sich nicht schlecht. Wie gesagt, das ist auch hier wieder wie mit jedem anderen Peeling. Man sollte es ja fürs Gesicht genauso wie für den Körper nicht jeden Tag benutzen. Deswegen halten so Peelings ewig lang. Ich habe jetzt auch schon ein paar auf Vorrat. Also mal schauen, wann ich das benutzen werde. Die Nummer 23 haben wir hier. Hier haben wir von Zenka so Backförmchen. Die kenne ich auch schon. Die hatte ich schon mal in der Box drin. Ich glaube, es war die Pambox, also für Muffins oder wie auch immer. Habe ich bisher noch nicht benutzt. Sind aus Kakaoschalen, kompostierbar und recycelbar. An sich auch eine coole Sache. Auch wieder ein Backprodukt. Das war die Nummer 23. Genau, jetzt sind wir bei der 24 angekommen. Und in der Nummer 24 versteckt sich von Banana Beauty ein Produkt. Ich glaube, das wird auch schon angeteasert. Genau, ist ein Lippenstift. Der sieht so aus. In der Farbe Nana Naked. Sehr gut. Okay, cool. Ja, das würde ich jetzt sagen, waren jetzt alle 24 Türchen.
Allgemein mir hat der Kalender gut gefallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er besser oder schlechter war als letztes Jahr. Wieder eine andere Mischung. Snacks. Von mir aus hätten auch ein paar mehr Beauty-Produkte drin sein können. Aber an sich hat mir der gut gefallen. Wie gesagt, ich erinnere euch nochmal gerne an mein Gewinnspiel. Ja, alle Infos schreibe ich euch auch nochmal unten rein. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.